Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist ein Update-Video zum Cable, dem britischen Pfund gegen den US-Dollar. Ja, was ist passiert? Wir hatten ja hier diese mustergültige Flagge, beziehungsweise hat er sich ja hier ein bisschen hochgekämpft. Intraday konnte man hier sicherlich einige schöne Trades machen in die Long-Richtung, mal 30 Pip mitnehmen. Das Problem bestand hier eigentlich bloß mit dem Stop-Loss, also ob man hier noch ein CAV hatte, weil man ja in einem übergeordneten Short-Trend natürlich auch nicht weiß, was an dem untergeordneten Long-Trend jetzt hier an Targets macht. Was ich mir gewünscht hätte, oder ja, was halt noch toll gewesen wäre, einfach noch teurer zu verkaufen, ja, im Bereich des R3 heute, beziehungsweise im oberen Bereich dieser Flagge, das hätte bestimmt nicht manchen gepasst, aber ich hätte es einfach schön gefunden, weil hier nochmal, da wäre man jetzt schon wieder ein Stück weit davon. Aber letztendlich hat er das gemacht, was erwartet war hier am S1, Im Video heute früh, beziehungsweise habe ich auch auf Facebook und Twitter gepostet, dass er hier gerade stockt am S1, ja, pünktlich bei diesen 1,55,350. Hier hatten wir eine wichtige Zone aus dem Daily Chart, ja, aus dieser Range, die er hier gebildet hatte. Und letztendlich ist er hier, ich gehe nochmal in den H1, sieht man es besser, ist er hier long abgeprallt, hat einen sehr, sehr mustergültigen Retest dieser Flagge gemacht, hat sich hier mein Sell-Limit geholt. Stops lagen über dem DM6. Jetzt werde ich sie sicherlich nachziehen. Also hier über diesen, was kann man machen? Über diese EMAs beispielsweise im H1 schon. Ja, im H4 brauchen sie noch ein bisschen, bis sie sich aufreihen. Das ist ja im Cable sowieso immer so eine Sache. Aber über diese markante Zone kann das auch nochmal mit einem Rechteck visualisieren. Ja, hier diese Zone ist einfach wichtig, die bildet Widerstand und sollte er hier drüber kommen, spätestens über die 1,5570, dann will ich eigentlich hier kein Short erstmal, dann warte ich wieder ab, weil das kann dann schnell mal zu einem Short-Fehlausbruch kommen und beziehungsweise sich bilden und dann wieder in die Flagge reinkommen, nach falsch kommt schnell, könnten wir schneller wieder in der Long-Richtung sein, kurz- bis mittelfristig, als wir gucken können. Aber ja, Break-Even zu ziehen, wer hier eingestiegen ist, den Stop-Shop-Break-Even zu ziehen, sicherlich auch keine schlechte Idee. Weil selbst wenn er jetzt nochmal hochkommt, ja, dann ist man halt Break-Even raus. Und wenn er hier nochmal andockt und dreht, dann oder hier im heutigen R1-Bereich, dann holt man sich dann halt neu. Das ist ja nicht das Problem. Aber jetzt schon wieder Geld zu gefährden, weiß nicht, ob das Sinn macht. Also ich werde sicherlich meine Stops jetzt auch runterziehen. Ich habe noch einen früheren von hier. Ja, das war mal eine Position, die hier rein ist. Beim Test, das war die erste von mir, als er aus der Daily-Zone raus ist. Die Stops lagen hier noch über dem Hoch. Das war schon eine ganze Ecke und wenn ich die jetzt schon nachziehen kann, dann bin ich auch mit dem Trade schon fast Break-Even, beziehungsweise dieser hier ist ja schon dick im Plus. Was weiterhin, ja, die Short-Richtung logischerweise zu bevorzugen, es sollte jetzt hier weiter abwärts gehen, die H1 EMAs bzw. auch die H4 EMAs sollten sich dann langsam aber sicher schön aufreihen. Ich könnte mir jetzt hier nochmal einen Test dieser Zone vorstellen, das S1 auf jeden Fall, denn er ist hier schon durchgebrochen und wenn er jetzt Treppen steigt, dann könnte er hier im Bereich der 1,55,350 nochmal den 10er bzw. 13er im H1 holen und dann weiterhin short gehen. Ziele bleiben bestehen, ja, auf jeden Fall erstmal die Höhe dieser Daily Range bis in den Bereich der 1,5252 und beziehungsweise 5,20 und weiter, ja, das hatte ich ja gesagt in den früheren Videos bereits, dass dann natürlich Traumszenario wäre dann hier eine kleine bearische Flagge beziehungsweise eine Sideways Range und dann sollte er hier die 1,5250 knacken beziehungsweise diese Formationstrendlinie, ja, diese aufsteigende Trendlinie dann short brechen, das wäre dann letztendlich das. Ich behalte sie auf jeden Fall erstmal drin, die Shorts. Ich lasse sie auch Break-Even erstmal, möchte dem Trade auch ein bisschen Luft geben. Ja, der Cable macht nun mal manchmal so Zickereien, wo er nochmal ein bisschen hochkommt. Und wenn ich dann ständig die Stops nachziehe, bloß um nochmal ein paar Dollar hier rauszuholen, dann ärgere ich mich vielleicht, weil ich dann eine schöne Chance hatte, beziehungsweise einen schönen Einstiegskurs hatte in dem Bereich. Ja, das ist ja, höher geht er jetzt fast gar nicht mehr in dem Szenario, dann wäre es einfach schade, wenn die dann wieder rauskicken und ich mir neue Shorts suchen muss. Deswegen gebe ich persönlich dem Trade jetzt noch ein bisschen Luft. Ja, also ein Schlusskurs unter dem R3 wäre natürlich, unter dem S3 wäre natürlich auch perfekt, beziehungsweise unter diesem Lower Bollinger Band
und diesem Tief. Ja, also das steht hier, stellt hier auch eine markante Unterstützung dar bei den 1,5480 circa. Das ist nochmal eine Zone, an der auf jeden Fall nochmal knabbern muss. Und dann kann man sich wieder neue Shorts suchen. Neue Short-Einstiege. Long-Richtung? Ja, jetzt erstmal nicht. Also er müsste in diese Flagge zurückkommen, beziehungsweise wie gesagt diese 1,5570 brechen. Aber selbst dann würde ich hier noch nicht long gehen. Also ich warte hier lieber übergeordnet, ist er einfach Short, auch fundamental gesehen. Und deswegen würde ich dann warten, um mir lieber weiter oben neue Shorts zu suchen. Also das wäre dann eher das Thema. Könnte man hier auch Trendlinie ziehen beispielsweise auf die Schlusskurse beziehungsweise noch runter projizieren, hätte dann hier eine schöne Zone und dann würde ich mich hier an dieser Trendlinie mit in Kombination mit Horizontallinien und diesem H4 200er beziehungsweise auch dem Weekly 10er IME begnügen und dort neue Shorts suchen. Aber momentan das Setup steht, das Setup läuft und deshalb wünsche ich allen, die hier den Einstieg gewagt haben, beziehungsweise schon drin sind, viel Erfolg bei dem Setup weiterhin und morgen gibt es dann sicherlich wieder ein neues Video dazu, denn es ist selten genug, dass der Cable mal eindeutige Sachen macht und momentan sieht es einfach so aus. Freut mich, sollte euch freuen und der Peter sagt Tschüss.